Das schönste Tor in Ferchweiler erzielte eine Frau. Carolina Kohr, die Tochter von Harald Kohr, zeigte auch in ihrem zweiten Auftritt im Lotto-Elf-Trikot ihre Stärken im Abschluss. Das ganze Dorf war da bei diesem Benefizspiel und es gab richtig was zu sehen, wenn Alexander Bugera zum Beispiel über links angerauscht kommt und seinen starken Huf einsetzt. Der Ex-Lauterer mit bayerischen Wurzeln ist ein Leistungsträger. Was unheimlich Spaß macht, also wenn ich das immer erlebe, die alten Freunde auch immer wieder zu treffen, alte Kollegen, dann die Zuschauer, die auch immer hier sind, also es macht einfach Spaß, Fußball zu spielen und ich glaube, es ist auch sehr ansehnlich, wie wir Fußball spielen. Wohl wahr. Sein zweites Tor nach Doppelpass mit Marco Reich und mit dem linken Außenrist. Außergewöhnlich, diese Schusstechnik. Wenn man es tagtäglich gemacht hat über Jahre hinweg, hat man das ist so ein Automatismus, den man sich angeeignet hat. Und ich denke, wenn ich die Position habe, kommen da zu 50%, kommt auch richtig. Aber auch die Gastgeber aus der Südeifel feierten ihre Erfolgserlebnisse. Stefan Küssner im Duell mit Roger Lutz, der sich hier leider verletzte. Das sind für die Gastgeber die Momente, die niemals vergessen werden. Das bedeutete den zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich. Die Ex-Profis kamen aber vor der Pause noch zum wiederholten Führungstreffer. Flanke von links, kopfballreich, es war bereits sein zweiter Streich. In der Halbzeitpause kam es zu besonderen Momenten. Die stolze Summe von 25.000 Euro kam zusammen. Das alles initiiert vom Haarschneide-Teilzeit-Akteur-Team Ferchweiler, die seit 12 Jahren immer wieder für die Villa Kunterbund Geld sammeln. Ich war in meinem ersten Leben Friseur und habe dann im Nachhinein samstags für die Männer Haarschnitte und dann sind wir irgendwann beim Bier, sind wir dazu gekommen, wir als Ein-Mann-Betrieb müsste eigentlich eine Betriebsmannschaft haben. Ne? So gesagt, getan, Betriebsmannschaft gegründet, Name Haarschneider Teilzeitakteur, ist zu lang, also HSTZA-Team. Ne? Gesagt, getan, dann haben wir im Laufe der Jahre verschiedene Events, ob Straßenfeste, Straßenlauf, Schockturniere, haben wir gemacht und sind da in all den Jahren auf 85.000 Euro gekommen. Und wie gesagt, unser Ziel war jetzt die 100.000 zu erreichen und da sind wir ja deutlich drüber. Und deshalb mein ganzer Dank erstmal an das HSZA-Team und auch an den SV Ferschweiler. Und der Destinatär zeigte sich dankbar und glücklich. Schwer erkrankte Kinder können so weiter nach ihren Krankenhausaufenthalten in Trier intensiv und nachhaltig betreut werden. Ich bin also wirklich überwältigt über die Spendensumme von 25.000 Euro. Damit hatten wir ehrlicherweise in keinster Art gerechnet. Sind sehr dankbar, wir können das Geld sehr gut für unser Nachsorgezentrum gebrauchen. Dafür ist die Lotto 11 seit 1999 unterwegs und zum Toreschießen. Evangelos Nessos knipste noch. Am Ende standen 7 Buden für die Gäste. Und auf der anderen Seite klingelte es auch noch einmal. Axel Schmidt hatte es sich nach einer überragenden läuferischen wie spielerischen Leistung verdient. Der Endstand 2:7. Deshalb wurde er später auch zum Spieler des Spiels ausgezeichnet. Die Ü40-Auswahl des SV Ferchweiler spielte eine echt gute Rolle an einem gelungenen Abend im Kreis Bitburg-Brüm. Einfach toll, einfach gigantisch, so viele Zuschauer. Das Wetter hätte zwar können ein bisschen besser sein, aber wir sind zufrieden, auch hier mit dem Wetter, auch mit der Kulisse. Einfach ein tolles Event. Vielen Dank an Lotto, dass sie uns dieses Event überhaupt ermöglicht. Vielen, vielen Dank. Die Stadionsprecher Matti und Chepper hatten zum Schluss noch einen Pokal im Petto. Der Zuschauer mit der weitesten Anreise. Martin Marx war aus Australien zurück nach Ferchweiler gekommen. Sowas gibt es nur bei der Lotto 11.